Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Blood Omen. Wir sind in der Nupraptors Höhle, in Nupraptors Versteck gelandet, wollen jetzt den Totenschädel öffnen im Prinzip und haben dazu noch zwei Wege links und rechts zu absolvieren. Zwei Rätseleinlagen gleichsam. Moment, hier brauchen wir einen Wolf. Geht doch. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was diese Schalter machen. Da fahren praktisch jetzt Stachel ein, genau. Dadurch komme ich hier hin und kann diesen Hebel mir holen, ja. Normal an den Stacheln kann ich nicht vorbei, also normal durch die Stacheln. Das geht nicht. Auch nicht. Oh Gott, scheiße. Ich wäre fast platt gewesen gerade. Leben, danke. Und Mana, danke. Und Teleport zurück. Die dritte Tür ist geöffnet, der vierte Mechanismus befindet sich noch vor uns und dann haben wir einen genialen Ausblick. Genau, es war ein geheimer Schalter. Das war's hier auch schon? Nee. Gott, wir müssen uns hier beeilen. Wir können nur die Bereiche betreten, die das Licht uns erhält. Wenn wir andere Bereiche betreten, werden wir zurückteleportiert. Eigentlich ist es hier vor allen Dingen Beeilung, der man unterliegen muss. Wären wir mal zu langsam, kämen wir hier wirklich nicht mehr raus, vertraut mir. Ach so, man kann gar nicht so langsam sein. Ach, Leute. Hallo? Ah, okay. Das hier ist, wie gesagt, das letzte Mal durchspielen ist sehr lange her. Beziehungsweise durchspielen ja ohnehin nicht, aber das letzte Mal spielen von diesem Teil hier. Deshalb verzeiht mir, wenn ich manchmal falsche Infos gebe. Wenn ich eine falsche Information gebe, seht ihr die auf jeden Fall berichtigt via Annotation. Oder ich berichtige sie noch im Video. Also keine Sorge, ich werde euch keinen Kack erzählen, ohne euch darüber aufzuklären. Hoho. Nicht wieder einer von diesen Nupraptor. Klempnern, Pilgern. Weg mit dir. Hinfort. Okay. Dürfte ich dich wölfisch bitch slappen? Danke. Ah ja, stimmt. Das hier ist jetzt praktisch der unterste Bereich des Skelettes. Die Zähne. Gleich geht's nach oben. Moment. Hier ist vorher noch was. Und zwar richtig viel. So eine typische Stelle, die man gut übersehen kann tatsächlich. Oh Gott. Und die Musik wird wieder episch. Linke Kammer. Das sehen wir. Und da ist eine Lebensviole. Hätte ich jetzt fast wieder übersehen. Und auf zur rechten Kammer. Aus den tiefen Augenhöhlen des Unterschlupfs sah ich Nosgoth aus einer anderen Perspektive. Das Glas schien das Bild zu verzerren und die Farbe zu trüben. Als ob Nosgoth Hilfe dabei bräuchte, seine Verderbnis zu offenbaren. Ja, das ist die potenzielle Zukunft. Die mögliche Zukunft. Nicht unbedingt die Zukunft. Es liegt in unserer Hand. Meine Freunde. Scheiße, was passiert denn hier? Warte, ich laufe im Kreis. Ja, das sollte ich vielleicht unterlassen. Okay. Hallo. Wir haben was übersehen. Dünkt mich. Ja klar, man muss ja auch irgendwie in die Mitte kommen. Okay. Ganz ehrlich, ich weiß gerade im Moment nicht, wie ich diese Türe öffne. Ich muss hier irgendwas übersehen haben wahrscheinlich. Das hier ist auf jeden Fall nichts. Das hier vielleicht? Nee. Okay, raus hier. In den nächsten Raum. Ja, was auch sonst. Nee, da will ich nicht hin. Nein.
Warte, die Hebel hab ich doch umgelegt. So richtig umlegungsmäßig. Ich versteh's nicht. Wieso ist die Tür oben zu? Ah, lass mich raten, am Ende ist es mal wieder was ganz Blödes. Wahrscheinlich muss ich alle Gegner töten. Ja, wir töten einfach mal alle Gegner. Vielleicht erledigt es sich dann auch schon. Und wir haben keinen Mana mehr. Super. Das würde uns die Sache nicht gerade erleichtern. Ach, du bist nur ein Geist. Wenn man hier Gegner tötet, kehren sie wieder, werden respawned, allerdings als Geister. Okay, gleich sind alle erledigt. Dann hoffe ich mal, dass der Fehler behoben ist. Ich muss ja irgendeinen Fehler gemacht haben. Und ich habe wieder Mana. Na, wie sieht's aus? Tür? Meine Güte. Okay, ich sehe mich offscreen ein bisschen um und wir sehen uns danach wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber die Tür ist nun offen und wir können durch. Wir haben ein Portal in diesen Raum, der richtig schön aussieht. Also für die Perspektive ist das richtig gelungen. Und es wirkt auch wahnsinnig durch diese... Ich muss an Day of the Tentacle denken. Quatsch, Maniac Mansion auch, ja. Wir speichern, denn gleich werden wir gegen Nubraptor kämpfen. Endlich. Was dann auch über das hinausgeht, was ich in meinem ersten LP, glaube ich, geschafft habe. Nun, Malek, bist du gekommen, den Kreis erneut im Stich zu lassen? Geh, Vasall, ich brauche deinen Schutz nicht. Komm, Kain, teile meinen Schmerz. Ja, Malek war als Geist hier, um Nubraptor zu beschützen, aber der will seinen Schutz nicht. Dass Malek hier war, zeigt uns, dass... Warte, was zeigt uns das? Ach ja, dass sie wissen von unseren Plänen. Dies war also Nubraptor, dieser erbärmliche, gebrochene kleine Mann. Doch so gebrochen könnte er nicht sein, als dass er kampflos aufgeben würde. Nun gut, alter Thor, wenn du den Tod willst, werde ich ihn dir nicht verweigern. Genau, wir können ihn besiegen, sollten dann so schnell wie möglich hier weg. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wieso. Wieso eigentlich? Oder sollen wir springen? Nee, das war doch jetzt noch nicht der Kampf. Sorry, Leute, ich habe gerade keinen Plan, was ich machen soll. Ich glaube, er ist jetzt am anderen Ende des Raums. Genau, genau, so sieht's doch aus. Aua. Junge. Diese lilanen Bälle verschwinden hin und wieder. Die grünen bleiben stabil. Und das ist eigentlich die Taktik, die wir brauchen. Und das ist, es drückt so ein bisschen für mich den Wahnsinn ganz gut aus. Aber an sich ist es ein einfacher Bosskampf. Oh Gott! Dumm ist, dass das manchmal ziemlich unvorhergesehen ist. So, was machen die Teile? Die verlangsamen sich manchmal kurz, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt er mit zwei Reihen. Vielleicht überzeugt das Haupt ihres Geliebten Ariel davon, dass ich meinen Auftrag ausgeführt habe. Ja, hier liegt sein Haupt. Hier liegt einfach nur sein Kopf. Weit weggeschleudert. Wir haben es geschafft. Nubraptor ist tot. Der einfachste Endgegner im Spiel. Logischerweise ist es auch der erste. Und wir haben eine neue Waffe. Die Keule ist eine der wirksamsten Waffen. Mit ihr kann man seine Gegner einfach ausschalten, um sich dann an ihnen zu laben. Ja, genau das. Falscher Knopf. Warte. Menü, Waffen. Keule. 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 Eisenrüstung. Keule. Genau, wir wählen die Keule in unserem kleinen Inventar. Mit der Keule können wir diese Steine zerstören. Das war das nämlich. Jetzt sind wir auch in der Lage, diese anderen Steine zu zerstören, die wir überall in der Landschaft gesehen haben. Okay, was sind das für Truhen? Ah, die muss man zerschlagen, glaube ich.
Ja, Leben und hier hoffentlich Mana. Wobei, ich bräuchte eher Leben. Danke. Wie das Spiel auch auf mich hört. Voll lieb und so. Und wir sind Schmetterlings. Ich habe Nubraptors Kopf vor die Säule des Geistes gelegt und gesehen, wie er mit dem Stein verschmolz. Die Säule hat die Gabe angenommen, somit wurde sie wiederhergestellt. Nubraptor war nur der Anfang. Für immer von Wahnsinn gezeichnet, war der Kreis auf ewig verloren. Nur der Tod konnte Erlösung bringen. In mir würden sie ihr Heil finden. Allerdings musste ich zunächst ihren Herrn besiegen. Malek, der Verteidiger der Neuen, befand sich in einem Unterschlupf weit im Norden, hinter Wasserbunde. Nun war die Zeit gekommen, den Zorn der Säule des Konflikts auf die Probe zu stellen. Tod innerhalb des Kreises bringt den Säulen Leben. Für jede Säule gibt es ein Token. Nur so können sie wiederhergestellt werden. Um einen Krieger angreifen zu können, muss erst seine Abwehr durchbrochen werden. Finde Malek und vernichte ihn. Nur so kann der Kreis gestürzt werden. Yep, Malek war der Voltkarte, genau, Weltkarte. Maleks Bastion ist direkt neben Nubraptors Retreat und sollte schnell erreichbar sein. Ich glaube, hier war in der Nähe eine Säule, eine Teleportsäule. Genau, jetzt muss ich aber erstmal die ganzen Gegenden finden, die uns jetzt zugänglich sind, wegen des Kolbens. Wegen des Streitkolbens. Warte, wenn ich jetzt... Wie funktioniert das nochmal? Jetzt kann ich Vampir machen, oder? Und kann jetzt auswählen, genau. Wir haben die Säulen, wir haben Nubraptors Retreat, wir haben Exit. Das sind alle Punkte, die wir bisher... Okay, Nubraptors Retreat. Wir kriegen immer eine ziemlich coole Cutscene dazwischen geworfen, wenn wir so einen Flug machen. Wo wir dann auch so ein bisschen sehen, wie sich die Leute Nosgoth vorgestellt haben, die Macher. Was halt grafisch gar nicht möglich war, umzusetzen. Jeha. Na, schaut mal, wo wir landen. Wir landen direkt vor ein paar dieser Säulen, die wir vorher nicht zerstören konnten. Aber ich glaube, hier gibt es noch ein paar direkt im selben Bildschirm. Was mache ich denn hier, Mann? Das genau. Hier gibt es, glaube ich, noch Säulen, oder? Oder verwechsel ich da jetzt was? Ja, doch, es sieht so aus, als würde ich was verwechseln. Die Säulen, die ich meine, sind wahrscheinlich weiter im Süden. Okay, also durch die Nordsäulen. Bam! Wie er sie einfach so wegschmettert. Allein durch Berührung. Mal sehen, wie dieses Teil im Kampf ist. Ja, der ist jetzt benommen. Wir können sein Leben holen und er ist weg. Und das geht innerhalb kürzester Zeit. Wir haben also wirklich einen Vorteil auch durch die Säule. Oh Gott! Meine Güte! Mann, Mann, Mann. Okay. Jetzt ist er Rechtshänder. Jetzt ist er Linkshänder. Alles klar, kein. Es ist ja wirklich so. Na gut, das liegt sicherlich daran, dass es Vorteile hat wegen der Grafik. Diese Typen halten halt richtig viel aus, wenn jetzt nicht die Keule hast, sondern mit dem Schwert versuchst, da was zu machen. Ah,
Okay, zuerst hierhin. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Deine magische Energie wird durch unser Blut schneller wiederhergestellt. Ja, anders als Leben. Ah, es hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Vor allem eigentlich für die Heiltränke. Ja, der Nachteil vom Kolben zum Schwert ist im Prinzip, dass wir die mit dem Kolben allein nicht töten können. Die sind benommen. Das heißt, wir müssen ihnen das Leben aussaugen, sonst leben sie noch. Okay. Das war doch gerade das Alter, du hast was geöffnet. Sound. Der Sound. Der Alter, du hast was geöffnet Sound. Was sagst du, Karte? Da kommen wir her, da ist nichts. Ja, es geht weiter nach Norden. Mal sehen, ob wir auch die Steinwände hier mit aufkriegen. Das wäre dann nämlich ziemlich vorteilhaft. Vor Jahren ging das Gerücht von einer merkwürdigen Krankheit um, die entlegene Dörfer befallen hatte. Nichts konnte uns aber auf das Grauen der Pest vorbereiten. Vey Victas! Vey Victas! Wer wichst da? Auch dieser Kommentar. Ja, das Grauen der Pest. Hier zeichnet es sich Würmer so ein bisschen ab. Maden auf seiner eitrigen Haut. Der Geruch von schlechtem Blut kam aus den Wunden, die sie befallen hatten. Welch eine Verschwendung. Gutes Blut verdorben. Können wir die Türen so öffnen? Also es scheint nicht so. Okay, hierfür das Lösungsrätsel, hierfür bekommen wir auch noch sicherlich zugesandt. Auf jeden Fall, hallo. Korhagen, meine Heimat. Mhm. Hier ist viel passiert, als du weg warst, Kain. Beziehungsweise jetzt ist nicht mehr allzu viel los. Es ist halt richtig gemein eigentlich. Tod und Krankheit prägten die Straßen dieser Stadt. Überall Leichen, meistens an genau dem Ort, an dem sie ihr Schicksal ereilte. Die ideale Heimkehr. Weißt du, das sind Leute, die hat er sein Leben lang gekannt, aber er hat nicht mal den geringsten Schimmer von Mitleid mit ihnen. Das ist keines halt so ein typischer Bösewicht eigentlich. Was war das? Ach so, Antagonist. Und noch ein bisschen Heilung. Das war's aber soweit hier, glaube ich. War da was? Da waren wir schon, ja. Hier kommen wir dann um Umwege hin, oh Gott. Was mich richtig nervt, ist halt wirklich, dass er... Oh Gott, stirbt. Clown. Ich will ja dein Leben, Clown. Wo kommt denn der Bewohner daher? Clown! Wer wichst da? Erzähl mal. Ich glaube, gegen euch ist das hier ziemlich ineffektiv. Oh Gott! Es soll mir egal sein. Gehen wir lieber mal in das Haus. Ja, und hier werden wir was bekommen. Was ist es, Marco? Nun, lieber Zuschauer, das kann ich dir gerade überhaupt nicht sagen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Blood Omen. Bis dahin, ciao.